Wahrscheinlich kennen wir alle mindestens einen der Drogeriemärkte von Rossmann. Und während man dort nach Haarshampoo oder Deo-Roller sucht, kann es passieren, dass Regale eingeräumt werden von Rossmann-Mitarbeitern oder von sogenannten Werkvertragsarbeitern. Das sind Arbeitnehmer, die ihr Geld bei einem Subunternehmer verdienen. Die werden dann in die Rossmann-Märkte geschickt, um dort beispielsweise Kisten auszupacken und Regale aufzufüllen. Billig aufzufüllen. Na, und das lohnt sich dann vor allem für Rossmann. Das Magazin Der Stern und wir von Report Mainz haben gemeinsam recherchiert, ob bei der Beschäftigung von Werksvertragsarbeitern in den Rossmann-Läden alles mit rechten Dingen zugeht. Erik Behres, Ulrich Neumann und Hans-Martin Tillack mit den Ergebnissen. Rossmann, eine Drogeriekette mit mehr als 3000 Filialen und einem Jahresumsatz von fast 8 Milliarden Euro. Dirk Rossmann. Er hat das Imperium aufgebaut, gehört zu den reichsten in Deutschland, gilt als Vorzeigeunternehmer, nach außen stets bemüht um seine Mitarbeiter. Die Firma Rossmann ist mit beliebtester Arbeitgeber auf mehreren Umfragen. Und man muss eine Firma führen mit Herz und Kopf. Und man muss wissen, dass Menschen keine Schachfiguren sind, die man beliebig hin und her schieben kann, sondern man muss auch Menschen mögen und man muss sich einsetzen. Ich habe viele Menschen, die bei mir im Betrieb gerne arbeiten. Doch gilt das für alle Menschen, die in diesen Filialen arbeiten? Der Dauerstress und der Druck, körperlich ist es tödlich. Es wurde immer mehr gefordert, mehr gefordert, mehr gefordert. Also nervlich war ich kaputt. Es ist Ausbeutung, wenn man es so sieht, ja. Man kann davon nicht leben. So, man wurde wie Fußvolk behandelt teilweise. Und das fand ich sehr erniedrigend. Sie alle haben bis vor kurzem und über Jahre in Rossmann-Filialen gearbeitet. Das Besondere, sie arbeiteten dort als Mitarbeiter von Fremdfirmen. Was bedeutet das? Wir bekommen diese heimlich gefilmten Bilder aus Filialen in ganz Deutschland zugespielt. Sie zeigen, in diesen Filialen arbeiten nicht nur Rossmann-Mitarbeiter, sondern viele Mitarbeiter von Fremdfirmen und machen die gleiche Arbeit. Ein Beispiel. Vorn die Rossmann-Mitarbeiterin in der hellen Kleidung räumt genauso Ware ein wie der Mitarbeiter der Fremdfirma in der dunklen Kleidung. Warum ist das so? Wir treffen den Arbeitsrechtler Professor Peter Schüren. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Einsatz von Fremdpersonal. Wenn Rossmann einen Teil der Tätigkeit, die sonst eigenes Personal erledigt, outsourced, wie man sagt, also eine Fremdfirma vergibt, dann kann die Fremdfirma ihr eigenes Lohnsystem praktizieren, also billiger und flexibler. Die ehemaligen Mitarbeiter der Fremdfirmen erheben Vorwürfe. Sie seien mal mehr, mal weniger eingesetzt worden. Die Folge stark schwankende Einkommen. Außerdem wurden strenge Zeitvorgaben nicht eingehalten, habe das gravierende Folgen gehabt. Das heißt, zeitweise wurde von dem Vorgesetzten verlangt, dass wir uns Stunden wegkaschieren. Also Sie haben dann praktisch umsonst gearbeitet. Mitunter, ja. Und wenn man dann andere Arbeitsweisen sieht, der Rossmann-Mitarbeiter, und dann die Bezahlung dazu, da muss ich sagen, also unfair hoch 3. Potsdam, beste Lage, hier sitzt die Firma Promoter.de. Diese Firma organisiert mit zwei ihrer Tochterfirmen den Einsatz des Fremdpersonals bei Rossmann. An Promoter ist Rossmann zu 49% beteiligt. Konfrontiert mit den Vorwürfen erklärt die Firma, gelegentliche Beschwerden bei 7000 Mitarbeitern seien normal. Doch ist der Einsatz der Promoter-Mitarbeiter bei Rossmann in dieser Form überhaupt rechtens? Rechtliche Grundlage ein sogenannter Werkvertrag. Das bedeutet, Rossmann muss die Fremdfirma nach eingeräumten Waren bezahlen statt nach Arbeitsstunden. Für alle Schäden an Rossmann-Produkten haftet die Fremdfirma. Außerdem, sie muss ihre Arbeitsleistung völlig eigenständig, also unabhängig von Rossmann-Mitarbeitern erbringen. Doch firmeninterne Dokumente, die nach gemeinsamen Recherchen dem Magazin Stern und Report Mainz vorliegen, begründen massive Zweifel an einem echten Werkvertrag. Es gibt starke Verdachtsmomente für einen Scheinwerkvertrag. Beispiel eigenständige Arbeitsleistung. Diese Szene zeigt, eine Rossmann-Mitarbeiterin arbeitet Seit an Seit mit einem Mitarbeiter der Fremdfirma zusammen. So, als ob sie zur gleichen Firma gehörten. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Fremdfirma hat erlebt.
Es wurde schon Hand in Hand gearbeitet quasi, dass mir die Rossmann-Mitarbeiter direkt selber helfen mussten, weil es sonst gar nicht mehr anders funktioniert hat. Rossmann weist den Vorwurf der Zusammenarbeit mit dem Fremdpersonal zurück. Gegenseitige Hilfe wird nicht geleistet. Beispiel Haftung. Wer kommt dafür auf, wenn dem Fremdpersonal beim Einräumen etwas kaputt geht? Die ehemaligen Mitarbeiter der Fremdfirmen haben Folgendes beobachtet. Also wenn Schäden entstanden, wie wurde damit umgegangen? Man hat dann Rossmann Bescheid gesagt und das wurde dann abgeschrieben. Von Rossmann? Genau. Also das, was ich sehen durfte, war bis jetzt immer so, dass es bei Rossmann abgeschrieben worden ist. Auch das weist Rossmann von sich. Die Fremdfirma hafte vollumfänglich für ein Rossmann-Eigentum verursachte Schäden. Doch wie passt das zu den Aussagen der ehemaligen Mitarbeiter der Fremdfirmen? Und noch etwas macht stutzig. Die Fremdfirma sagt, der TÜV prüfe regelmäßig, ob der Werkvertrag eingehalten werde. Doch diese aktuellen Schulungsunterlagen von Tempus, einer Promoter-Tochterfirma, zeigen, wie sich die Mitarbeiter während der TÜV-Prüfung verhalten sollen. Besonderheiten während des Audits, also der Überprüfung. Es darf keine parallele Warenverräumung durch Mitarbeiter von Rossmann geben. Das gefährdet den Werkvertrag. Und das Papier listet auf, was zuvor bei Prüfungen durch den TÜV beanstandet wurde. Zeitgleiche Verräumung der Waren mit dem Kunden, also Rossmann. Es gibt Sonderleistungen und Arbeit auf Zuruf für das Fremdpersonal. Das alles verstößt gegen den Werkvertrag, wird als K.O.-Punkt gewertet. Ist im Alltag also alles ganz anders? Damit konfrontiert, sagt Promoter, während der TÜV-Prüfung würden keine Abläufe geändert. Und überhaupt, Promoter und Rossmann weisen den Verdacht entschieden zurück, es handle sich um einen Scheinwerkvertrag. Sollte sich der Verdacht allerdings bewahrheiten, würde es sich um illegale Arbeitnehmerüberlassung handeln. Und Rossmann müsste deutlich mehr Geld für das Fremdpersonal sowie deren Sozialabgaben zahlen. Fazit des Arbeitsrechtlers. Alles zusammen, starker Verdacht, Scheinwerkvertrag, das muss jetzt eigentlich ernsthaft überprüft werden. Das ist eine Aufgabe des Zolls, sich diese Sache genau anzugucken. Und wenn es illegale Arbeitnehmerüberlassung ist, dann hat die Firma ein Riesenproblem.